Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny und ich freue mich besonders, heute Wolfgang Peterrath begrüßen zu dürfen. Hallo Wolfgang. Hallo Oliver. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute, dass wir uns unterhalten können. Du hast ja ein Programm selber geschrieben, ein Astrologieprogramm, das Astro Plus. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Zuerst einmal würde mich interessieren, wie bist denn du mit dieser Materie der Astrologie oder auch dann der Energiearbeit das erste Mal so in Berührung gekommen oder was hat dich denn darauf gebracht? Naja, das ist schon sehr, sehr lange her. Also vor ungefähr 30 Jahren, das war so der Beginn, da habe ich per Zufall ein schönes Buch bekommen von Thorvald Detlefsen, Schicksal und Chance. Und da war ein gutes, sehr gutes Kapitel über Astrologie. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist also auch Astrologie, also fernab von den typischen Zeitungsmedien. Und habe mir da immer dann gedacht, das ist wirklich was Grandioses. Bin dann anschließend nach München gefahren in den Shop vom Herrn Detlefsen, also von der Frau von ihm. Und da bin ich mit den ersten Büchern dann heimgefahren. Und einer Radix-Zeichnung. Also das war für mich eine Zeichnung mit Hieroglyphen und ich wollte wissen, was das bedeutet. Und die sagen mir dort, naja, muss man lernen, kann man lernen. Und dann habe ich angefangen zum Lesen und dann nach ein paar Jahren habe ich dann einmal eine Ausbildung gemacht, Astrologie-Ausbildung. Und das war dann so der Start. Und ich war Feuer und Flamme für die Astrologie. Also das war unglaublich, ich habe die Bücher verschlungen und danach ist dann das Programmieren gekommen. Also das muss ja schon irgendwo ein Ruf gewesen sein, weil wenn ich dieses Schicksal als Chance, wenn ich kenne, das ist auch eines meiner ersten Bücher gewesen, das mir sehr geholfen hat in der Materie, weil ich finde es immer noch ein sehr gutes Buch und würde auch sagen, immer noch eine Leseempfehlung, auch für die heutige Generation. Ja. Wobei ja da für mich der Aspekt Astrologie gar nicht so rausgekommen ist. Also das hat dich gleich wirklich dieser Teil so angesprungen. Ja, doch. Der Herr Detlefsen hat da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel gehabt von eben Astrologie. Man hat Energien, die da sind. Man hat Hausnummer Saturn-Energie, man hat Hausnummer Mars-Energie. Und wenn man das im jeweiligen Radix, im Geburtshoroskop, in einem Aspekt zusammen hat, also wie in der Politik, man hat es in einer Konjunktion, sprich Koalition, ne? Dann muss man lernen, im Laufe des Lebens mit diesen beiden Energien auszukommen, diese kennenzulernen zuerst, auf eine konstruktive Art und Weise. Und dann muss man halt lernen, wie kann man mit diesen Energien umgehen im eigenen Leben. Und dieser Aspekt, der war phänomenal, ne? Weil er hat, glaube ich, damals geschrieben, es ist vollkommen egal vom Prinzip her, ob ich jetzt Chirurg bin oder Metzger, es ist die gleiche Energie. Mars, Saturn heißt Energie und Widerstand. Kann ich leben in Aikido, kann ich leben in Karate, kann ich die Energie irgendwo kanalisieren und konstruktiv leben? Und da haben wir gedacht, ja, das ist für mich Zugang für die Astrologie. Damit kann ich gut. Du hast jetzt gerade die Zugänge erwähnt und es gibt ja unzählige bei der Astrologie. Das war auch was mich irrsinnig verwirrt hat zu Beginn, weil es eben so viele Interpretationen dieser Lehre gibt. Mhm. Dein Zugang ist halt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass es ein Radix oder ein Horoskop quasi auf gewisse Energien hindeutet, die auf gewissen Bereichen gelebt werden. Kann man das so sagen? Ganz richtig, ganz richtig. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man sagt, der Planet strahlt jetzt und der wirkt. Mhm. Nein. Es mag diesen Zugang auch geben, ich will ihn nicht abstreiten, aber
ich habe einen eher symbolischen, symbolhaften Zugang, ähnlich wie ein x-fach bemühtes Beispiel. Der Tachometer zeigt ja nur die Geschwindigkeit an, aber er verursacht sie nicht. Ne? Das heißt, die Planeten kann man sich vorstellen wie ein Navi. Ich sehe die Landkarten, aber ich sehe nicht die Umgebung. Ich sehe zwar von wo, wohin ich fahre, aber mehr weiß ich noch nicht. Wie die Fahrt sein wird, welche Leute mit dem Gepäck sind und wie die Umgebung sein wird und. Ob ich vielleicht dann Reifenplatz habe oder ob ich gut, fröhlich am Ziel ankomme, ja? Oder ob das eine gestresste Fahrt ist. Das seht ihr mir vom Navi nicht. Und das wäre so in etwa der Zugang von mir zur Astrologie. Man sieht einfach den Bauplan, den Plan, den man dann mit Leben ausfüllt. So in etwa. Also es ist dann eigentlich, also du hast einen Indikator, also hat man, du hast jetzt Bauplan gesagt, also wenn man diesen Radix, dieses Geburtshoroskop dann deutet, ist das quasi ein energetischer Bauplan einer Person, die dann der Astrologe oder auch die Person selber dann einmal deuten kann. Natürlich, ganz richtig. Okay, ja, spannend. Ich bin ja da noch ein Kleinkind, nein, nicht einmal Kleinkind, ich würde sagen Säugling im Vergleich zu dir, was Astrologie angeht. Aber ja, ich komme von der anderen Seite dazu. Aber was mir aufgefallen ist bei einem Horoskop, und das sehe ich ähnlich, wenn ich energetisch auch arbeite bei der Aura, ist, dass Aspekte, die stehen zwar von Anfang an da, es ist ja dieselbe Glyphe, dasselbe Radix, aber die fallen einem dann bei der Interpretation zu einem anderen Lebenszeitpunkt des Klienten eher ins Auge, obwohl sie immer schon da gestanden sind. Kannst du das auch so sehen? Ja, doch, natürlich, freilich. Es wiederholen sich ja die Themen, die Lernaufgaben, wie auch alles, zyklisch im Leben. Man kann jetzt nicht sagen, man hat jetzt nur Hausnummer mit 21 ein Thema gerade zu bearbeiten im Leben, das eben astrologisch sichtbar ist. Man kann sagen, okay, in der Zeit lernst du jetzt einmal rechnen. Schauen wir mal, wie weit du kommst. 7 Jahre später wird es halt einmal gecheckt, okay, hast du das gelernt damals vor 7 Jahren? Wenn ja, gut, super. Dann kannst du jetzt mit dem Thema schön arbeiten. Wenn du das nicht gelernt hast, machen wir halt eine kleine Wiederholung, bis du das checkst. Und so wiederholen sie die Zyklen Leben lang. Also du siehst es, weil du jetzt die Lernaufgabe und die Prüfung so als Bild hergenommen hast. Also könnte man diese Planetenkonstellationen, diese im Horoskop dann quasi als Prüfungen sehen, denen man sich... Es klingt sehr streng jetzt. Ja, es ist nicht nur Prüfung. Also, der Saturn ist nicht nur der Oberlehrer. Ne? Es geht um alle Bereiche des Lebens, also nicht nur die schwierigen. Das war jetzt ein bisschen meine Geschichte, dass ich halt auf Schwierigkeiten hingewiesen habe, weil an denen lernt man halt am schnellsten, ne? Weil es unangenehm ist, dann will ich es weiterhaben. Alles, alle Talente. Alle Talente. Also es ist ja halt das Wunderschöne dran, man sieht ja, was man besonders gut kann, wenn man es gelernt hat. Das ist ja wunderbar. Man kann wirklich jetzt so leben, dass man die ganzen Talente mit einbezieht. Und das ist eine andere Lebensqualität, als einfach nur irgendwas zu machen, weil es irgendwer gesagt hat. Also man sieht aus dem Radix dann auch gewisse... Du hast jetzt Talente erwähnt und auch gewisse Chancen dann für eine Person oder für eine, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung. Freilich, natürlich. Das ist ja das Phänomenale an der Astrologie. Man sieht ja quasi den Bauplan. Man sieht das, wo man, wie gesagt, gute Anlagen hat. Also man sieht es oft bei Kindern. Ein Kind ist musikalisch, also von klein an. Man schaut sich das Radix an. Ja, natürlich ist es musikalisch. Bitte, dann fördert es das Kind. Das ist ein Talent. Man sieht natürlich eben auch, wie lernt ein Kind? Ist es träumerisch? Ist es rational? Schaut es aus dem Fenster? Ist es konzentrationsfähig? Und. Also auch das, was es zu lernen gilt. Und ist dann dein Zugang zur Astrologie quasi einer, der, ich nenne es jetzt mal so, die Persönlichkeit
entwickelt mehr, also weniger jetzt diese Schicksalsschau, wie man es ja vielleicht verstehen könnte, dieses was passiert jetzt dann oder finde ich da diesen Mann, sondern mehr einfach, dass ich sage, was steckt in mir und wie kann ich diese Potenziale rausbringen aus mir. Meine persönliche Sicht ist genauso. Mhm. Für mich ist Astrologie eben, was kann ich aus meinem Leben machen? Wie kann ich ein möglichst erfülltes, schönes Leben leben, wo ich die Erde nachher besser verlasse, als ich gekommen bin. Es gibt natürlich auch andere Richtungen in der Astrologie, die mehr eben auf diese mundanen Ereignisse schauen. Also wie schaut es gerade jetzt in der Weltgeschichte aus? Wie geht es dem Herrn Trump gerade heute und dem Herrn Putin morgen? Und wie geht es Corona und wie geht es weiter? Das ist auch ein Aspekt der Astrologie, kann man genauso machen. Ist aber nicht so ganz mein Fokus. Und ich habe es ja schon erwähnt und das finde ich ja immer so spannend. Du hast ja ein Astrologieprogramm selbst geschrieben, das Astro Plus. Du hast jetzt gesagt, okay, dich fasziniert die Materie und du willst da jetzt ein Programm schaffen dafür. Oder wie darf ich mir vorstellen, wie kommst du da drauf? Oder wie kommt man auf diese Idee, so etwas zu schaffen? Naja, ich kann erzählen, wie ich dazu gekommen bin, das erklärt es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe nach einem Autodidaktenstudium angefangen, da habe ich dann eine Grundausbildung gemacht. Und beim zweiten Wochenendseminar, nachdem wir diese ganze Horoskop-Rechnerei und Zeichnerei erledigt gehabt haben, hat unser damaliger Lehrer dann Zetteln ausgeteilt. Es gibt Astrologie-Software. Das war allerdings zu einer Zeit, da waren wir gerade bei DOS 3.1, also Windows war da noch nicht so wirklich das Thema am Markt. Und ich habe gehört, was? Astrologische Software? Das klingt cool. Zetteln, her zu mir. Mal gesehen. Und ja, ich war Feuer und Flammen. Ich sehe das, das ist möglich, das gibt es, das ist ja ein Hammer. Ja, bin dann einen Tag drauf nach Wien gefahren und habe eingedeckt mit Astrologische Software. Das war sonnenklar für mich. Und ich habe einen Computer gekauft. Das war, ich habe damals noch nicht einmal einen Computer gehabt. Mhm. Der Verkäufer hat mir stolz erklärt, okay, das ist der Monitor, das ist der Rechner, das ist die Maus. Und ich frage, was ist eine Maus? Also, das war noch nicht alltäglich. Ne? Ja, klar. Ja. Und das war mein Beginn. Also ich habe das Wort Astrologie-Software gehört. Ich habe Klick gemacht, hey, wow. Das war mein Beginn und dann habe ich halt einmal die ersten Jahre, wo ich happy innerhalb der Astrologie bequem arbeiten zu können mit Softwareunterstützung. Also es wird alles korrekt berechnet und gezeichnet, kann man darauf verlassen. Im Laufe der Jahre hat es sich aber dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, die Programme von den derzeitigen Herstellern, die ich zum großen Teil alle gekannt habe, die ich im Vertrieb gehabt habe. Irgendwann war es so weit, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt muss eine eigene Software her. Genau das halt so kann, was ich möchte und ja, der noch mehr kann. Okay, also du hast selber Software vertrieben, habe ich das jetzt richtig rausgehört? Also die selber. Ja, das waren so die ersten Jahre so nebenbei, also neben der Astrologie im Sinne von Beratung und Ausbildungen, war parallel immer schon. Und dann das Thema, dass ich halt, Software war einfach immer Thema. Die Kombination Astrologie und Software. Und da wir Programme von halt einigen Herstellern gehabt und das war halt damals, dann ist meine Güte, Windows am Markt gekommen, dann ist Windows 95 am Markt gekommen und dann haben schon sehr viele Leute einen Computer gehabt. Das muss man auch sagen. Am Anfang war das wirklich ein bisschen exotisch. Und mit Windows 95 ist dann auch der Markt relativ groß geworden. Da sind sehr viele Hersteller am Markt gekommen und da war Uranus, wo war denn der da? War ganz wichtig, ich habe es jetzt in den Kopf, der war jedenfalls sehr dominant in der Zeitqualität und ist alles in die Höhe geschossen. Und war ein richtiger Boom eigentlich seiner Zeit. Ja. Und da wird mitgespielt, kann man sagen. Und bei jedem Software-Wunsch, wenn ich anrufe beim Programmierer, hey, könntest du dieses und jenes vielleicht in dein Programm einbauen? Das wäre einfach wichtig, das wäre praktisch, das wäre sinnvoll. Nö, machen wir nicht. Interessiert niemanden, zu viel Arbeit, viel zu viel Aufwand. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, dann mach es halt wieder.
Und gleich gescheit. Dann war's. Es ist ja, ich arbeite ja selber auch mit Astro Plus und es ist ja ein unglaublich umfassendes Programm, also was man für Möglichkeiten, Berechnungs-, Deutungsmöglichkeiten hat und was man alles einstellen und justieren kann. Das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit geworden. Danke. Und du hast jetzt erwähnt, also ich stelle mir ja die Zeit spannend vor, weil du hast erwähnt, es gab ja natürlich nicht so viel Computer. Ich kann mich auch noch erinnern, das war bei uns ein Wunder, wie diese 386er dann einmal oder 286er, die gekommen sind. Und jetzt hat man ja mit der Astrologie schon eine relative, ich nenne das jetzt einmal eine Klitsche oder einen kleinen Bereich, der Leute interessiert. Und dann hast du noch... Natürlich, da brauchst du in dem Bereich noch Leute, die einen Computer haben. Da dünnt sich natürlich das Feld dann schon gewaltig aus. Ja. Da ist es natürlich in der jetzigen Zeit natürlich viel einfacher, Software herzustellen, weil ja das eigentlich jetzt schon wie ein Mixer zum Haushalt gehört. Wahrscheinlich schon öfter als ein Mixer. Ja. Okay, und du bist dann die ganze Zeit an dem dran geblieben und hast dem wirklich dann so, also ganz... wie soll ich denn sagen, also so ganz intensiv eigentlich so dich da reingehängt, weil das müssen ja Stunden um Stunden sein. Weißt du in etwa, hast du das mal zusammengerechnet für dich, wie lange du da gesitzt oder gesessen bist? Also in Stunden nicht. Mit Astro Plus habe ich angefangen vor ungefähr 20 Jahren. Zuvor habe ich aber schon 4 Tools fertig gehabt. Also der Beginn der Programmierung war natürlich ein paar Jahre vorher. Die ersten 4 Tools, die ich geschrieben habe, also BioPlus, Numero, Mondkalender und den Planetenkalender, die waren schon fertig. Und da sind wir nächtelang gesessen. Und ich muss ja dazu sagen, AstroPlus ist nicht jetzt rein auf meinen Mist gewachsen. Da waren schon ein paar andere Leute auch mit beteiligt. Aber gerade in der Anfangszeit, wir sind gesessen, tja, wo andere fortgegangen sind, ja, da haben wir bis 3 in der Früh programmiert. Und verdammt nochmal, diesen Vollmond, den muss ich auf die Sekunde genau berechnen können, nicht nur auf die Minute. Ja, also am Anfang war sehr viel Kleinarbeit, Vorarbeit notwendig. Klingt jetzt so, als wäre ich ein Nerd. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Seit 20 Jahren habe ich normale Arbeitszeiten. Okay, aber jetzt wäre ja Nerd sein wieder cool. Oder jetzt ist es ja gerade cool. Ja. Sehr viel Begeisterung dazu, ne? Dass man sich das antut. Da gehört schon sehr viel Begeisterung dazu. Und man legt, denke ich, ja gerade dann in der Basis den Grundstein. Eben wie du sagst, nicht Minuten, sondern Sekunden. Und das merkt man ja deinem Programm auch an, dass es ein sehr präzises Arbeiten ermöglicht, auch für die Astrologen, finde ich. Ja, ist die Basis. Also Präzision ist immer die Basis. Das ist wie bei einer Armbanduhr. Ist jetzt voraus, dass das Ding genau funktioniert, ne, bei einer hochwertigen Uhr. Aber das ist natürlich nur die Basis. Das Design, ja, ist mindestens genauso wichtig. Gerade bei einer Software, die umständlich zu bedienen ist, die verwendet man nicht. Ja, also du hast da auch schon sehr auf die Benutzer- oder Bedienerfreundlichkeit quasi dann auch geachtet. Ne? Also dass das... Ja. Das sehe ich, weil ich bin ja auch nicht der große Beschreibungsleser, muss ich sagen. Also ich bin auch nicht so, ich klicke mich mal durch und versuche das mal. Aber man kommt dann sehr schnell sehr gut zurecht und kann sich auch gut orientieren bei deiner Software, also bei Astro Plus. Und wie würdest du jetzt, also wenn du jetzt jemanden Astrologie an sich erklären müsstest oder einmal ganz kurz noch einmal zusammenfassen müsstest, wieso funktioniert es und wie würdest du das generell noch mal erklären? In 2 Minuten. Klar. Naja, wieso die Astrologie funktioniert, kann ich mir wirklich nicht erklären. Laut meinem Denkmodell ist es eine sogenannte Synchronizität, wie oben so unten. Das heißt, oben wird etwas in der Theorie, in der energetischen Ebene angezeigt, sagen wir mal so. Wir hier unten auf der Erde kleiden das dann ins Leben. Es funktioniert.
Es gibt auch andere Modelle, wo Leute sagen, ja, weil der Merkur dort ist, deswegen habe ich gerade dieses Problem, nicht mein Ansatz, Merkur kann nichts dafür. Es läuft synchron, wie oben so unten. Ne? Wenn man das mal begriffen hat, wird es spannend. Mhm. Dann kann man nämlich die Ebenen austauschen. Dann kann ich raus aus dem, ja, böser Merkur oder so und dann anfangen, kreativ das Ganze zu gestalten. Klingt sehr theoretisch jetzt. Mhm. Praktisch vielleicht anders formuliert. Ich schätze mal, du kennst Feng Shui. Das sagt das Wort was. Sagt man was, ja. Mhm. Ja, klar. Leben in Harmonie und so weiter. Man versucht, das, den äußeren Raum so zu gestalten, dass er zum Inneren passt. Ja? Da gibt es verschiedene Bereiche, die verschiedene Themen zuständig sind. Kann man mit der Astrologie auch machen. Man kann es auch sagen, durch jeden Raum vom Haus, von der Wohnung laufen die Planetenenergien. Und wenn ich jetzt das Saturn-Problem habe oder Uranus-Problem habe und ich sehe, okay, das geht genau durchs Wohnzimmer, na dann kleide den Raum in dem Fall eben uranisch aus. Dann stärke ich einfach diese Energie im Leben, diese Energie, die gelebt werden will, konkret im Leben und alles ist gut. Ich würde gar nicht sagen, man kann da sagen, es funktioniert, sondern es berührt dich oder es berührt dich nicht. Das ist meiner Meinung nach wie ein Ruf fast. Und das ist dasselbe wie bei der Energiearbeit, wie ich das sage. Weil man kann nicht sagen, ja, die Aura gibt es oder die Chakren gibt es, sondern entweder sie fasziniert dich, es berührt dich, du hast einen inneren Ruf dazu und dann erschließt sich dieses System auch und das ist allerdings ein, ich möchte sagen, wie ein Einweihungsweg fast, also im klassischen Sinn. Und man muss sich aber da beschäftigen. Das ist eben nichts, wo man sagt, das mache ich jetzt schnell mal an einem Wochenendseminar oder da mache ich jetzt diesen Astrologiekurs, sondern das ist ein ständig sich wieder konfrontieren und dann erschließt sich diese Materie mehr und mehr. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist was mir sehr aufgefallen ist. Vielleicht gibt es in der Astrologie auch, ich habe jetzt noch nicht so viel so Astrologiekurse gegeben, aber bei der Energetik ist es so, ich habe Leute, die erwarten dann oftmals, sie machen ein Seminar über Chakren und das geht dann, das können die. Das war's dann. Gibt es sowas in der Astrologie auch, dass man sagt, ja, ein Seminar und jetzt ist es klar, oder? Ja, natürlich gibt es das in der Astrologie ganz genau so. War mitunter ein Grund, wo ich ganz froh war, dass ich mich dann ganz auf die Softwareentwicklung konzentriert habe, nachdem ich 10 Jahre lang Beratungen und 5 Jahre lang Ausbildungen angeboten habe und wo ich gesehen habe, eigentlich haben die Leute nicht so viel Engagement wie ich. Also die Teilnehmer. Also von Klienten spreche ich da noch gar nicht. Ne? Die wollen, ja, hey, nächster Partner, wann kommt er, wie schaut er aus, hat er grüne Haare oder ist er schlank oder so? Furchtbar. Also Beratungen zu geben, da gehört viel dazu, dass man sich das antut. Ja. Es gibt aber auch natürlich ebenso Klienten, Menschen, die kommen aus den Gründen, warum ich Astrologie liebe. Worum geht es in meinem Leben? Ja. Mit denen kann man dann gut arbeiten. Bei den Ausbildungen, ja, kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast. Was genau bedeutet jetzt Wasserturmquadrat noch einmal zum Mitschreiben? Leute, lernt es kennen. Nicht einzeln, Aspekt für Aspekt. Lernt einmal die Basis kennen, lernt die nächste Ebene kennen. Dann findet ihr eine eigene Deutung, nachdem die Basis passt. Bitte nicht auswendig lernen. Das ist, da reicht der Astrologiebuch dann dafür. Also ich finde ja jetzt schön, dass du das jetzt auch angesprochen hast mit den Klienten. Und das ist ein riesen Missverständnis, das es offensichtlich in der Astrologie auch dann so gibt. Nämlich dieses, du gehst jetzt zu einem Energetiker oder du gehst wohin und der erklärt dir, wie die Welt funktioniert und du musst selber gar nichts tun. Und du bist quasi völlig rausgenommen aus dem ganzen Prozess. Es ist ein riesen Missverständnis und ich freue mich auch, dass man eben jetzt so, dass wir uns so unterhalten und zwar auch öffentlich zugänglich unterhalten, um diese Missverständnisse vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Es ist ja natürlich, es ist ein Anstoß. Es kann auch eine astrologische Beratung im besten Fall eben ein Bewusstwerden sein. Aber wenn der jetzt sagt, okay, er lebt jetzt diesen Aspekt nicht oder er verschließt sich da, also irgendwas prophezeien kann man ja niemanden. Das
finde ich jetzt. Das ist schwierig, denke ich. Aber die Arbeit eben bleibt dir ja nie erspart. Das ist, glaube ich, genauso beim Arzt oder beim Diätologen. Du kannst hingehen, kannst den Ernährungsplan ausdrucken lassen, aber bitte kochen und ernähren musst dich dann selber danach. Ja, ganz richtig. Und da fängt ja das Problem an, weil die Leute wollen ja, dass ihnen geholfen wird. Ne? Möglichst ohne Zutun, so ein Schluck eine Tablette und dann ist alles wieder gut. Funktioniert natürlich so nicht. Also ich hab die Astrologie so erlebt, also wenn ich mich beraten habe lassen, mich hat es dann getröstet, wenn wir gesagt haben, na, ist kein Wunder, dass du da jetzt anstehst, da geht Saturn drüber, das dauert in etwa bis da und da, da steckst du dann fest. Das hat mir dann geholfen, etwas zu, sage ich mal, ein bisschen mehr einzusehen. Und selbst natürlich auch, weil ich es ja dann auch selber, also ich mich selber auch beschäftigt habe damit, das mehr zu erkennen. Und du erkennst es wirklich nur durch Selbsterfahrung, sage ich jetzt mal, finde ich bei der Astrologie. Genauso wie die Chakrenarbeit. Also das du kannst das nur richtig lernen, wenn du es immer wieder übst und während du es übst. Das ist nichts, was von selbst auf einmal da ist. Und deshalb, glaube ich, ist es auch so schwierig, dass man vom wissenschaftlichen Standpunkt, obwohl natürlich bei dir sehr viel Technik und ich nenne es jetzt trotzdem so wissenschaftliche Sachen da sein müssen, eine technische Grundlage für so ein Programm jetzt auch, also in deiner Arbeit. Aber mit dem wissenschaftlichen Denken ist es ganz schwierig, so etwas zu verstehen, weil das einfach eine andere Sprache ist. Ganz richtig. Also Astrologie ist genauso unwissenschaftlich wie Energetik, Gott sei Dank. Es gibt schon Astrologen, die beschweren drauf, sie sind wissenschaftlich unterwegs und mit NASA-Ephemeriden und ja, ist okay, ist okay. Für mich persönlich ist Astrologie Gott sei Dank unwissenschaftlich, weil das wäre furchtbar, wenn alles so genormt ist und man kann einen Aspekt nur so und so leben, ohne dass man ausschert. Furchtbar. Das würde das Leben so langweilig machen. Also die Basis ist natürlich in irgendeiner Form wissenschaftlich, weil wir greifen auf die NASA-Ephemeriden zurück. Ja, super, jetzt haben wir genaue Planetenberechnungen. Das Navi funktioniert, ja. Aber das Leben lässt sich so sicherlich nicht berechnen. Ja, also die Wissenschaft ist, und das ist eben auch ein schöner Punkt, Gott sei Dank nicht wissenschaftlich, und das muss man auch nochmal immer wieder herauskehren. Astrologie, Energetik oder andere energetischen Techniken sind keine Wissenschaft. Und je mehr man versucht, das wissenschaftlich zu rechtfertigen, weil man sagt, das hat nur eine Rechtfertigung, wenn es wissenschaftlich ist, umso mehr kommt man eigentlich in die Bredouille und verstrickt sich in Widersprüche. Weil natürlich jeder Wissenschaftler das legen kann. Ne? Also. Ja, bei der Astrologie kommt erschwerend und Anführungszeichen dazu, dass wir mit Symbolen arbeiten. Und Symbole sind natürlich vielschichtig. Jetzt kannst du Hausnummer, den Mars hernehmen, das steht für Energie, das steht für Aggression, das steht für die Farbe Rot, das steht für alles, was schnell ist. Dann hast eine andere Energie wie Saturn. Saturn ist langsam. Saturn ist schwer. So fast Gegenteil von Mars. Mars ist schnell, Saturn ist langsam. Man hat verschiedene Symbole und das Problem ist, dass man halt diese in einer konkreten Auswirkung nicht sehen kann. Das heißt, man sieht jetzt, nimm Corona-Krise her als Stichwort, wo wir jetzt gerade drinnen sind. Wir alle wissen, okay, das ist ein Saturn-Thema. Saturn-Pluto-Thema, aber es gibt keinen Astrologen, der vor 6 Monaten gesagt hat, es wird Corona sein. Jeder Astrologe allerdings wird gesagt haben, okay, in der Zeit, Mitte Jänner, werden wir mit Saturn-Pluto konfrontiert sein. Jetzt sagt natürlich, ja, okay, Saturn-Pluto werden konfrontiert sein, super. Wenn man aber weiß, was Saturn bedeutet, wenn der Astrologe sagen würde, ja, okay, schaut es mal her, Leute, ab Jänner werden wir konfrontiert sein mit Isolation, mit Alleinsein, mit Maulkorbpflicht. Ja. Also, das hat schon was. Ja, also so kannst du die astrologische Symbolik wirklich ganz bildlich darstellen, sodass man es auch im Alltag versteht. Ne?
Weil es ja eben sehr, es sind ja Glyphen, es sind ja lauter Glyphen, und das muss man auch einmal, ich glaube, das schreckt auch sehr viele Leute von der Astrologie ab, zuerst einmal, und glauben, das ist sehr, sehr kompliziert, im Sinn vom Schulischen kompliziert. Ich sage jetzt nicht, bewusst nicht komplex ist es, ja, aber ist es im Wesen her kompliziert jetzt von deiner Sicht her? Überhaupt nicht. Also Astrologie ist so easy eigentlich. Man hat 12 verschiedene Grundqualitäten. Sind wir Hausen, man 12 verschiedene Farben hat. Jede Farbe sieht anders aus. Das kann man fast auf 2 Händen abziehen. Das ist nicht schwierig. In der Astrologie haben wir 12 verschiedene Prinzipien, wo jedes Prinzip für was anderes steht. Das eine Prinzip steht für Selbstausdruck, das andere steht für Gefühle, für Mama, für Geborgensein. Das ist Mondprinzip. Wir haben ein Merkur, steht für Kommunikation, Reden, Intellekt, Lernen. Wir haben die Venus, voll angenehm. Ne? Da wissen wir, wo wir genießen können. Mars, Durchsetzung, Jupiter, Vertrauen, Toleranz, etc. etc. 12 Prinzipien. Und die sind halt verschachtelt miteinander. Die sind kombiniert miteinander. Das ist alles. Man muss kombinieren, man muss richtig kombinieren. Man braucht, oder es ist sicherlich nicht blöd, wenn man ein bisschen eine Intuition dabei hat. Das entwickelt sich aber mit der Zeit, ganz von selbst durch die Übung. Und natürlich liegt man mal falsch. Natürlich sagt man jemandem irgendwas Falsches, weil es der nicht hören mag. Weil der vielleicht das ablehnt in sich selbst, aber es dennoch in sich drinnen hat. Man setzt Denk- und Lernprozesse in Gang damit bei Menschen. Das ist wunderbar. Kann ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt, ich sage mal, 12 Lego-Steine habe in unterschiedlichen Farben, kann ich die in sehr vielen Varianten zusammenbauen? Kann man das so sehen? Das wäre grob vereinfacht. Damit wären wir bei der Zeitungsastrologie jetzt dabei. Also ja. Von einer Astrologie. Aber ganz, ganz grob vereinfacht, beginnt es einmal so, ja. Das sind so die berühmten ersten 2 Schritte auf dem Weg. Da sind wir weit weg vom Leistungssport. Okay, sagen wir dreimal 12 Steine, gestehst du mir das zu? Ja, ist schon viel besser. Ja. Fällt dir noch ein astrologischer Buchtipp ein für jemanden, der einsteigen möchte? Naja, sicherlich. Da gibt es eine Menge eigentlich. Ich berufe mich bitte jetzt aber auf diese Literatur, die ich selbst gelesen habe. Aber das ist schon lange her. Mein erstes Buch war Lebenshilfe Astrologie von Fritz Riemann. Da geht es nur um die 12 Urbausteine, aber der Herr Riemann hat eine sehr, sehr schöne Art, das zu beschreiben. Finde ich ein sehr schöner Einstieg. Mein zweites Buch war das Arbeitsbuch zur Astrologie von Nikolaus Klein, deutscher Astrologe. Ah, das war so ein Crashkurs, sodass man mal ein bisschen schnell in die Deutung reinkommt. Bisschen Theorie, viel Praxis, viel Hinführung zur Deutung, von der Struktur her. Das war cool. Also ich habe das Buch durchgehabt in einem Tag und ich mir dachte, so, jetzt kann ich Horoskope deuten. Sehr schwer allerdings ist Liz Green, englische Autorin. Schwer zu lesen, also ohne 3 Espresso habe ich nichts für gelesen. Das ist schwierig, aber sehr, sehr mit Tiefgang, was ja oft vernachlässigt wird. Also möglichst leichte Happen, alles ist gut. Ich würde Bücher mit Tiefgang lesen. Stephen Arroyo, ein amerikanischer Astrologe, der keiner Schule verpflichtet ist, also keiner Astrologieschule, auch sehr gut. Astrologie, Karma und Transformation beispielsweise. Und von den neuen Büchern bitte einfach inspirieren lassen. Es kommt eh ein Buch zum anderen. Es kommt dann auch darauf an, welche Art der Astrologie man lernen möchte. Möchte man psychologische Astrologie lernen? Howard Sasporters beispielsweise hat ein super Buch über Häuser geschrieben, also astrologische Häuser jetzt. Möchte man esoterische Astrologie lernen? Oder klassische Astrologie? Sollte man vorher wissen, wo man steht, was man interessiert. Mein Ding war immer so eine Mischung zwischen psychologischer und esoterischer Astrologie. Klassische Astrologie, das war für mich alt. Das hat mich nicht interessiert, das war weit von meiner Zeit. Also war nicht mein Zugang. Das ist eher so ein bisschen fatalistisch, muss man sagen. Gut, böse, schwarz, weiß. War nicht so mein Ding eigentlich.
Und weil wir vorhin Torvald Detlefsen angesprochen haben, ich glaube, Oliver, du weißt, der hat doch zwei von seinen Vorträgen mittlerweile zum Download freigegeben, Astrologie als Symbolon, und ein zweites hat es noch gegeben. Ja, Astrologie und Schicksal heißt, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube Astrologie und Schicksal und Astrologie als Symbol oder so, irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind sehr gute Vorträge, ich kenne es, ich habe es noch auf CD, alte Generation, aber cool, wenn es das auf Download gibt. Ich werde mal schauen, vielleicht verlinke ich das dann auch im Video. Und ich möchte auch zum Riemann noch sagen, sein Sohn hat ja auch ein tolles Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Der tiefe Brunnen heißt das. Astrologie und Märchen. Das habe ich auch sehr gut gefunden für Einsteiger, weil es halt einfach auch, es ist natürlich ein bisschen zeitgenössischer, als der Fritz Riemann geschrieben hat. Aber ich finde das auch sehr, sehr gut. Und was ich Einsteigern auch empfehlen würde, ist von der Hamann die 12 Archetypen, glaube ich, heißt, oder die Archetypen, finde ich auch ein gutes Buch, mal reinzuschnuppern. Absolut, absolut, absolut gut, absolut empfehlenswert, gerade für den Anfang, ganz richtig. Und wenn du angesprochen hast, Märchen und Astrologie, es gibt auch ein Buch von, ich glaube, Oskar Ruf. Mhm. Der hat das auch gemacht, also Märchen astrologisch gedeutet, interpretiert. Oder Dr. Ecker, die 12 Farben des Tierkreises, hat Märchen drinnen astrologisch gedeutet. Spannend. Ja, also es gibt ganz tolle Literatur und auch wirklich von tollen, wirklich tolle Arbeiten und nicht nur abgehoben oder komplex, sondern wenn man sich einmal so ein Buch auch besorgt und reinliest und vielleicht inspiriert ist. Und vielleicht fängt man wirklich bei Detlefsen an, bei einem Vortrag, weil das kann man sich anhören. Und wenn man dann das Gefühl hat, boah, das ist interessant, das macht Sinn, dann kann man ja weiterforschen. Und vielleicht weckt es dann in einem Mal den Ruf nach einem Astro-Plus-Programm, um selbst weiterzurechnen. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, Leute, bitte lernt alle Astrologie. Wenn jeder Mensch auf dieser Welt zumindest eine Grundausbildung hätte in Astrologie, hätten wir die ganzen Krisen nicht. Oder wir hätten vielleicht Krisen, würden uns aber anders liegen. Würden definitiv anders damit umgehen. Ja. Und ja, also da kann ich mich... Ich mache es natürlich aus der Energetiker-Ebene jetzt auch oder mich sich mit der Aura oder den Chakren oder irgendeinem, ich nenne es jetzt trotzdem Einweihungssystem, ein bisschen beschäftigt, ein bisschen mehr mit dem Inneren beschäftigt, wie das mit dem Außen zusammenhängt. Da würde die Welt wirklich, wirklich wesentlich anders ausschauen und das würden wir alle merken. Also davon bin ich auch überzeugt. Und ich denke, das sind schöne Schlussworte, oder Wolfgang, was sagst du dazu? Wunderbar. Ja. Also schaut euch Astrologie an, beschäftigt euch mit vielleicht Grundlagen der Astrologie. Es ist nicht so kompliziert. Und wenn du dieses Video angeschaut hast, diesen Podcast schon angeschaut hast, dann heißt das schon, da gibt es ja schon ein Interesse in dir. Da ist ja schon ein leichter Ruf da und vielleicht gibt es ja was Weiterführendes für dich und du schaust es dir mal selber an. Und ich möchte mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich beim Wolfgang Peterath bedanken für das Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht und war äußerst angenehm. Ich werde auf jeden Fall wo man Astro Plus bekommt und auch die Kontaktinformationen sind alle dann unten verlinkt. Und da kann man sich das dann auch noch näher anschauen und sich mit Wolfgangs Arbeit mehr beschäftigen. Ja. Danke für die Einladung. War ein schönes Gespräch, hat mich gefreut. Und vielleicht findet ja wirklich jemand so mit leichter zur Astrologie, zur Energetik, würde mich natürlich auch freuen, je mehr Menschen bewusster unterwegs sind, umso schöner ist unsere Erde. Ne? Vielen Dank und alles Gute weiterhin. Danke, Oliver, dir auch alles Gute. Danke, tschüss, Baba. Tschüss, Oliver.